Gott zum Gruße, werte Herren. Heute begegnen wir der Kirche. Im gesamten Mittelalter wird die Kirche ihre Hoheit gegen das weltliche Regime zu verteidigen wissen. Man braucht einander, um weiter existieren zu können, und spielt sich aber im Gegenzug gleichzeitig gegeneinander aus. Wie es dazu kam, versuche ich euch mal zu erklären. Es hat eine Spaltung gegeben zwischen dem Oströmischen Reich und dem Weströmischen Reich. Im Oströmischen Reich hat die Kirche in mehr oder weniger ihre Ursprungsform überlebt. Im Weströmischen Reich tat sich was. Und zwar waren die Kirchenväter, die Bischöfe, der Meinung, wenn sie schon auf dem heiligen Grab des heiligen Petrus sitzen, hätten sie mehr zu sagen als alle anderen Bischöfe. Und einer von ihnen war das Oberhaupt von allen. Naja, so kam es, dass die oströmischen oder östlichen Bischöfe gesagt haben, nee, Jungs, das machen wir mal so nicht mit. Wir sind alle unter dem Christentum vereint und nicht unter eurer Vorherrschaft. So machen wir das nicht. So entstand das Papsttum und der Papst auf dem Petrussitzplatz, auf dem Petrusgrab sitzend, meinte, er wäre der Chef und so ist es dann bis heute. Und wenn sie nicht gestorben sind, ne? Ja, diese Macht, die der Papst hatte oder meinte haben zu müssen, hat er versucht weiter auszudehnen. Ich lasse jetzt mal ganz bewusst den östlichen Teil heraus, weil er spielt im Zuge des Mittelalters halt nicht so eine gravierende Rolle. Die hat nämlich ganz andere Probleme. Aber wir bleiben ja bei uns, hier westliches Europa. Und die Kirche war der Meinung, man müsste alle Leute christianisieren. Alle. Restlos alle. So. Wenn das mit Missionen nicht geht, und sie bauten einen riesigen Teppich an Missionen bis nach England hoch. Ich erinnere mal, kommen wir später nochmal zu, Lindisfarne. An der Westküste Englands, an der Ostküste Englands, etwas unterhalb von Edinburgh, Lindisfarne, ein Riesenkloster. So, überall waren Klöster entstanden. In ganz Westeuropa gab es überall Klöster. Und jetzt kommen unsere Franken ins Spiel. Ihr müsst euch Europa in dem Moment vorstellen, wie, sollen wir sagen, ein unterbesiedeltes, sehr waldreiches Territorium. Also man hat mal gesagt, wenn in Paris ein Eichhörnchen auf den Baum springt, kommt es erst in Prag wieder runter. Also Deutschland, Europa war restlos bewaldet. Nicht wie wir es heute kennen. Es war komplett bewaldet. Es führten nur wenige Straßen hindurch. Und einige Wasserwege wurden als Transportwege genutzt. Übrigens fast alle. Und irgendwo dazwischen, ganz verstreut, winzig kleine Dörfer. Städte, um Gottes Willen, das gab es beileibe noch nicht. Die Römer hatten Garnisonsstädte noch hinterlassen. Da wohnten dann schon ein paar mehr Leute. Wir reden jetzt mal in Größenordnungen zwischen 2.000 und 3.000, 5.000 Leute. Das waren Städte. Nicht so das, was wir uns heute vorstellen. Das ist bei weitem nicht. Dorfgemeinschaften, die waren sehr autark. Es war alles da, was man brauchte zum Überleben. Manchmal nicht, manchmal hat es nicht funktioniert. So, und jetzt kommt unser Frankenkaiser und dehnt sein Reich aus. Wie denn? Wie denn? Er hat gesagt, was gehört mir? So zum Beispiel wie unsere, eine der Großmächte auf dem Mond eine Fahne hisst und sagt, so, der gehört jetzt uns, Punkt. Blödsinn.
Absoluter Blödsinn. So, und so kam der Frankenkaiser auf die Idee, ja, wenn ich die ganzen Leute, die überall verstreut sind, halt beherrschen will, brauche ich eine Gesellschaft oder eine Möglichkeit, sie kontrollieren zu können. Somit ist er auf die Idee gekommen, wenn ich mir diese sowieso schon existierende Infrastruktur der Heiligen Römischen Kirche zunutze mache und gebe diesen Privilegien und Ländereien von mir ab, weil mir gehört es jetzt dank der Fahne, dann kann ich mir deren Organisation zunutze machen und auch die Glaubensbindung, die die Kirche mit den Einheimischen hatte, diese missionierten Christen, kann ich mir diese zunutze machen. Und so kam es, dass sein Reich immer größer wurde. Und er war jetzt was? Er hatte die militärische Macht, hatten die Christen und die Bischöfe nicht. Er war jetzt der Beschützer, der militärische Beschützer der Christen. Und das hat Rom ihm dadurch gebührend anerkannt, indem gesagt haben, du bist nicht nur der König, nein, da du der Beschützer bist, bist du auch der Kaiser. Also der Kaiser ist nichts anderes wie ein König, der gleichzeitig Beschützer des Heiligen Römischen Reiches der Christen ist. Punkt. So, mit dieser Infrastruktur und, muss ich dabei sagen, den Gelehrten, weil die Patres bzw. Ordensbrüder konnten schreiben und lesen. Sie konnten Buch führen. Das konnte das einfache Volk nicht. Also selbst Kaiser Karl der Große konnte seinen Namen nicht schreiben. Und er war Kaiser. Also. Aber sie konnten schreiben und Buch führen und genau katalogisieren, wer zum Reich gehört, wie viele Leute da wohnen und wie viel Steuern man abschöpfen kann. Und jetzt kommt's. Der Kaiser bezog über die Kirche einen Teil der Volkseinnahmen. Im Gegenzug hatte er der Kirche Ländereien vermacht. Und so wurde die Kirche immer mächtiger und der Kaiser immer mächtiger. Die Kirche immer reicher und den Rest vom Satz vergesse ich jetzt mal. Weil er hatte nur das Privileg, dass er Kaiser ist. Seine militärischen Ausgaben musste er selber finanzieren. So viel mal zu dem Thema Ausbreitung der Kirche. Und die Kirche hatte die verwaltungstechnische Macht, der Kaiser den Besitzanspruch und hatte dafür den Titel und eine Gegengabe. Dieses Machtgeplänkel zwischen Kirche und Staat wird sich, wie ich eingangs mal sagte, bis zur Renaissance fortziehen. Mal ist der eine besser, mal ist der andere besser. Aber das ist wieder ein anderes Thema, weil wenn ich das alles in einem Durchgang reinpacken würde, würdet ihr eben zum Schluss nicht mehr allzu viel begreifen. Und jetzt stellte sich die Frage, wer ist denn mehr wert? Das Oberhaupt der Kirche, sprich der Papst, also wir reden jetzt von der westlichen Kirche, oder der Kaiser, der sich als Beschützer des Christentums aufspielt, ist der Vertreter Gottes auf Erden, der Kaiser als Beschützer, als Macht, oder der Vertreter Jesus, das Oberhaupt. Die große Frage im Mittelalter war dann, wird der Kaiser vom Papst eingesetzt oder wird der Kaiser vom Papst legitimiert? Manche Kaiser haben sich ihre Krone selbst aufs Haupt gesetzt und stellten sich somit über die Kirche. Manche Kaiser wurden vom Papst gekrönt und waren damit Untertan der Kirche. So. Im nördlichen Bereich, jetzt kommt meine Tafel wieder,
Der Herr Corvus Laborat hat mir immer noch kein Gestell gebaut. Hatten wir hier die Friesen. Die Franken hatten vom Papst den Auftrag, die ganze Welt, damals bekannte Welt, unter die Herrschaft des Kaisers zu bringen. Und zu christianisieren. Das war der militärische Auftrag und vollkommen im Sinne des Kaisers, sein Territorium zu erweitern. Mit den Friesen war das kein Problem, weil die Friesen waren sehr friedlich und waren der Meinung, wenn ich mich angleiche, kann ich besser Handel treiben, weil sie waren Händler. Und somit haben sie sich halt, die Kirche nannte es, taufen lassen. Bei denen war das mit Wasser übergießen. Wenn ich das mache, darf ich Handel treiben. Ganz einfach. Somit kam, es ist historisch, weiß ich nicht, belegt. Keine Ahnung. Aber eine schöne Anekdote. Es hat sich ein Friese taufen lassen und er sprach anschließend: Jetzt habe ich mich bereits drittes Mal mit dem Wasser waschen lassen und wieder mal ein neues Hemd bekommen. Aber es ist mir wahrhaft die schlechteste Qualität, die ich je bekommen habe. Weil der Kirche sind die Taufhemden ausgegangen und da wurde aus einem billigen Stoff irgendwie sowas halt produziert. Und da hatte sich dieser Mann darüber aufgeregt, dass das das schlechteste Hemd sei, was er je gekriegt hat. Also so viel zur Einstellung der Friesen zur Heiligen, weil sie haben nach wie vor ihren Glauben beibehalten. Sie waren halt nur mit Wasser gewaschen und durften jetzt halt Handel treiben. Ganz einfach. So, wieder meine Tafel. Die da, die Sachsen, waren da mal ganz andere Meinung. Weil die Sachsen als germanischer Stamm wollten keine Christen werden. Das bekam selbst Kaiser Karl der Große noch zu spüren, weil seine Feldzüge gegen die Sachsen waren mannigfaltig. Er war nicht nur einmal da. Und die Kirche war immer noch der Meinung, jetzt erober uns dieses Gebiet. Wir wollen die Sachsen christianisiert sehen. Hat er nicht geschafft. Also nicht wirklich. Einige vielleicht, aber sie haben ihren Glauben halt behalten. Ihren germanischen Glauben. Ihre Waldgeister und Götter. So kam Kaiser Karl der Große auf die Idee. Ihr Stammesheiligtum, die heilige Eiche fällen wir einfach mal, aber das hat sie höchstens noch verärgert. Keine Chance zum Christentum zu kommen. Aber das Reich der Franken wurde immer größer, immer unübersichtlicher und die Kirche hatte halt nach wie vor die Verwaltungsposition. In Norditalien war die Sachlage ein wenig anders, weil, da muss ich wieder mein Täfelchen nehmen, hatten wir die Langobarden sitzen. Die Langobarden, ein ursprünglich an der Ostsee beheimateter Volksstamm, hatte mal dem Papst unter die Arme gegriffen militärisch und hatte dafür Ländereien bekommen. Und obendrein waren die Langobarden nicht sonderlich gut zu sprechen auf die Goten. Die waren da oben im Ursprungsgebiet schon mal ihre Nachbarn. Und jetzt drängen die Herren da von Osten herein. Die sitzen mit der oströmischen Kirche da und beschützen das Konstantinopel. Also den östlichen Teil des Christentums. Ja, so gab es dann mehrere Machtgeplänkel, wo der Papst mit den Langobarden versucht hat, die Ostkirche beiseite zu drücken. Aber da ist eine Adria im Weg, also das war halt nicht so der absolute Hit.
Aber die Langobarden wurden stärker und saßen plötzlich auch noch unterhalb des Kirchenstaates. Also bis nach Neapel und Sizilien runter. Da wurden sie allerdings wieder verdrängt und wir haben jetzt ein anderes Problem. Weil, ich sagte es schon mal, in der vorletzten Sendung, es tut sich noch was. Und zwar haben wir wieder die Tafel, nur damit ihr das euch ein bisschen vorstellen könnt. Herr Corvus Laborat, ich brauche mein Gestell. Von hier und von hier drängt eine neue Glaubensrichtung. Der Islam hat sich langsam breit gemacht. Gut, er wird später große Teile Spaniens unter seine Obhut nehmen. Und zwar ganz einfach darum, warum soll ich, wenn ich an Gott glaube, wie immer ich ihn jetzt nenne, den Bediensteten dieser Glaubensrichtung Geld geben. Die Kirche hatte ihren Kirchenzehnt und der Islam war da wesentlich toleranter. Er sagte, macht, was ihr wollt. Wenn ihr unbedingt glauben wollt, dann glaubt. Wenn ihr an unsere Glaubensrichtung glauben wollt, bitte. Und wenn ihr Geld zu viel habt, dann schenkt es uns. Ihr müsst nicht, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr müsst kein Geld geben. Ihr dürft und könnt, wenn ihr wollt. Da waren natürlich einige Christen der Meinung, da ich ja sowieso vom Ursprung her an Gott glaube, und zwar den gleichen Gott wie die Christen, nur mit dem Unterschied, dass der Islam Jesus Christus eben nicht als Gottsohn sieht, sondern als Prophet. Aber der Gott immer noch derselbe ist. Dasselbe gilt übrigens auch für das Judentum. Auch die Juden glauben an Gott. Also unseren christlich indoktrinierten Gott. Diese drei Religionen, das Judentum, das Christentum und der Islam, haben dieselbe Wurzel. Sie beziehen sich auf dasselbe Alte Testament. Nur dann scheiden sich die Geister. Und wozu das führen kann, das werde ich euch in einer späteren Folge zeigen. Wir haben jetzt erstmal das Problem, dass es wieder mal einen Überfall gibt aus der östlichen Hemisphäre. Und zwar sind da wieder einmal die Hunnen unterwegs. Die kennen wir schon aus einigen Jahrhunderten vorher. Nur jetzt passiert was ganz, ganz Neues. Und davon erzähle ich euch im nächsten Teil. Bis dahin, euer Rabe von Danzig.